Hallo zusammen und willkommen zu diesem Video. Es geht um den Crop-Faktor. Habt ihr bestimmt schon mal gehört, aber was genau ist jetzt dieser Crop-Faktor? Wie kommt der zustande und welche Vor- oder Nachteile bietet der mir sogar beim Fotografieren? Wenn ihr das wissen wollt, bleibt dran, denn ich erkläre es euch im Video. Was ist jetzt der Crop-Faktor, auch der sogenannte Vergrößerungsfaktor, und wann tritt er auf? Einen Crop-Faktor habt ihr an eurer Kamera immer dann, wenn eure Kamera eine andere Sensorgröße als die einer Vollformatkamera hat. Hier zum Beispiel habe ich eine EOS 700D, die hat einen APS-C-Sensor, also der Sensor ist kleiner als der meiner Vollformatkamera. Da gibt es bestimmte Vergrößerungsfaktoren. Bei Canon zum Beispiel sind es an einer APS-C-Kamera der Vergrößerungsfaktor 1,6. Bei allen anderen Kameras, APS-C-Kameras im Gegensatz zu einer Vollformat, ist es ein Vergrößerungsfaktor 1,5. Wie kommt der zustande, dieser Vergrößerungsfaktor? Wenn wir uns jetzt mal die beiden Sensoren angucken, schauen wir mal, hier haben wir zum Beispiel den Vollformatsensor, dann sehen wir, dass der eine ganze Ecke größer ist als der an der APS-C-Kamera. Stellen wir uns jetzt also vor, wir hätten zwei Fotografen, einen mit einer Vollformatkamera und einen mit einer APS-C-Kamera. Beide nehmen dieses Foto hier auf und beide verwenden ein Objektiv mit 50 mm. Dann hat der Fotograf mit der Vollformatkamera dieses Foto, so wie wir es hier sehen, und der Fotograf mit der APS-C-Kamera, 50 mm ebenfalls, der wird jedoch dieses Foto bekommen. Es wirkt also erstmal vergrößert. Das ist der Crop-Faktor, der sogenannte Vergrößerungsfaktor. Jetzt sind aber 50 mm Brennweite, sind 50 mm Brennweite. Warum wirkt das Ganze also jetzt vergrößert? Das liegt daran, dass letztlich der Sensor einfach um den Faktor 1,6 größer ist an der Vollformatkamera und dadurch ringsherum mehr Informationen auffangen kann. Das heißt, das Bild wirkt daher größer. Es wirkt quasi, die Perspektive ist nur anders. Es ist nicht vergrößert oder verkleinert, sondern ich habe einfach einen größeren Bildausschnitt bei 50 mm zur Verfügung, weil der Sensor größer ist und mehr Informationen auch ringsherum aufnehmen kann. Wenn der Fotograf mit der APS-C-Kamera jetzt den gleichen Bildausschnitt haben möchte wie der mit der Vollformatkamera, dann muss er seinen Crop-Faktor kennen, in dem Fall 1,6. Das kann er dann umrechnen. Das heißt, er bräuchte an seiner APS-C-Kamera eine Festbrennweite von ca. 35 mm, um letztlich ungefähr den gleichen Bildausschnitt zu haben wie der Fotograf mit der Brennweite 50 mm an seiner Vollformatkamera. Wo liegt jetzt der Vor- oder der Nachteil bei einer APS-C-Kamera zum Beispiel dann mit diesem Crop-Faktor? Ganz klar, wenn wir eine APS-C-Kamera haben, da haben wir einen kleineren Sensor verbaut. Kleinerer Sensor bedeutet weniger Produktionskosten. Das heißt für mich, die Kamera kostet im Endeffekt weniger in der Anschaffung. Das gleiche gilt für die Objektive. In den Objektiven können wir mal hier vergleichen. Dann seht ihr zum Beispiel, dass wir im Vollformat-Objektiv natürlich wesentlich mehr Glas verbaut haben, da der Sensor größer ist und daher mehr Bildinformationen, mehr Licht benötigt. Und die APS-C-Linse weniger Glas verbaut hat, weil der Sensor kleiner ist und daher auch weniger Licht und weniger Bildinformationen benötigt. Wie kann man das Ganze jetzt noch für sich nutzen? Ich nutze zum Beispiel den Crop-Faktor von einer APS-C-Kamera fürs Planespotting. Das heißt, ich möchte dichter an ein Objekt rankommen. Dafür nehme ich mir zum Beispiel ein Vollformat-Objektiv, hier von Canon, Brennweite 70 bis 300 mm. Wenn ich das an meiner APS-C-Kamera verwende, dann habe ich nochmal eine Vergrößerung um den Faktor 1,6. Das können wir uns hier mal angucken. Das Gute an dem Objektiv ist, ich habe lange gerätselt, was das soll. Das hat hier oben nochmal ein Display. Da wird mir dann die Brennweite nochmal angezeigt. Im Normalfall ist es Quatsch, weil ich gucke oben durch den Sucher und nicht aufs Objektiv, um zu sehen, welche Brennweite ich habe. Aber um das euch hier mal zu demonstrieren, ist das ganz cool, weil das Objektiv selber rechnet die Brennweite nämlich direkt um. Und da können wir uns das Ganze jetzt mal angucken. Ich demonstriere euch das mal. Und zwar machen wir jetzt mal das Objektiv hier an meine Vollformatkamera. Und dann seht ihr hier oben im Display, in der Einstellung, Brennweite ist 70 bis 300 mm. Das Ganze kann ich jetzt mal wechseln und packe dieses Objektiv mal auf meine APS-C-Kamera. Und dann seht ihr, dann beginnen wir hier nicht bei 70 mm, sondern bei 112 mm. Und meine größte Brennweite wäre in dem Fall nicht 300, sondern 480. Ihr seht, das Objektiv rechnet das hier gleich um. Es erkennt, dass eine APS-C-Kamera dran ist. Und ich habe dadurch einen wesentlich größeren Vergrößerungsfaktor, also einen größeren Zoomfaktor, und kann den besser nutzen, um zum Beispiel Flugzeuge, die ich fotografieren will, näher ranzuholen.
Dafür nutze ich zum Beispiel dann immer meine APS-C-Kamera, um hier den Crop-Faktor zu nutzen für mich, um dichter an das Objekt ranzukommen. Was wäre jetzt ein Vor- und Nachteil von dem Crop-Faktor? Gehen wir davon aus, ich benutze wieder mein 50mm Objektiv und ich habe bei der APS-C-Kamera durch den Crop-Faktor ja einen kleineren Bildausschnitt. Dann habe ich gleichzeitig auch eine größere Schärfentiefe. Das heißt, der Bereich in meinem Foto, wenn ich zum Beispiel Blende 2.8 wähle, wäre größer als bei einer Vollformatkamera. Nachteil ist natürlich, dass wenn ich den gleichen Bildlook haben will, die gleiche Unschärfe im Hintergrund, dann müsste ich an meiner APS-C-Kamera eine Blende 2 wählen, wobei ich an meiner Vollformatkamera hier zum Beispiel eine Blende 2.8 hätte, um bei beiden Kameras auf dem Foto den gleichen unscharfen Bildlook zu erreichen. Das ist Vor- und Nachteil irgendwie gleichzeitig. Was würde jetzt passieren, wenn wir im Umkehrschluss mein APS-C-Objektiv zum Beispiel an die Vollformatkamera packen? Bei mir geht es, ich habe die Canon EOS RP. Da kann ich durch den Adapter auch ein APS-C-Objektiv an meine Vollformatkamera schrauben. In dem Fall erkennt meine Kamera das und ich habe im Endeffekt, also sie beschneidet das Foto und ich habe den gleichen Bildlook wie an der APS-C-Kamera. Wenn ihr jetzt eine Kamera habt, die das zum Beispiel nicht kann, dann ist es so, dass in der Regel auch das Objektiv nicht passt. Aber wir gehen mal jetzt theoretisch davon aus, es würde passen und wir machen dann damit ein Foto, dann hätten wir im Endeffekt theoretisch solch ein Foto. Das heißt, die Ränder unseres Vollformatsensors wären hier schwarz, denn das Objektiv hat nicht genug Durchmesser, lässt nicht genug Licht und Information durch, um den Vollformatsensor entsprechend bildfüllend mit Informationen zu füllen. Bei Canon zum Beispiel erkenne ich jetzt, ob ich ein Vollformat- oder ein APS-C-Objektiv habe, an der Kennzeichnung auf dem Objektiv selber. Die APS-C-Objektive haben alle so ein weißes Viereck und die Vollformat-Objektive haben alle so einen roten Kreis hier drauf. An der Kamera selbst, am Body selbst, sehe ich ebenfalls bei Canon zum Beispiel, welches Objektiv ich verwenden kann. Ihr seht hier zum Beispiel bei meiner 700D habe ich sowohl den roten Punkt als auch das weiße Viereck. Das heißt, ich kann an meiner Kamera sowohl APS-C als auch Vollformat-Objektive verwenden. Das soll es von mir auch gewesen sein zum Thema Crop-Faktor. Ich hoffe, ich konnte euch die Thematik ein bisschen näher bringen, das Ganze ein bisschen erklären, warum bei gleicher Brennweite ihr an der APS-C-Kamera eine größere Abbildungsleistung habt als an der Vollformat-Kamera. Lasst mir doch mal gerne einen Kommentar da, welche Kamera verwendet ihr, welchen Crop-Faktor hat eure Kamera oder ihr sagt vielleicht, Mensch, ich verwende sowieso ausschließlich nur eine Vollformatkamera, Crop-Faktor spielt bei mir da gar keine große Rolle. Ansonsten, wenn euch das Video weitergeholfen und gefallen hat, lasst mir gerne einen Daumen hoch da und wenn wir uns in einem meiner nächsten Videos wiedersehen wollen, dann abonniert doch einfach meinen Kanal. In diesem Sinne, bis dahin.